Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Wir haben einen transportbereiten Bot-Prototypen. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake North City bringen. Wenn sich diese autonomen Lieferbots als zuverlässig erweisen, könnten sie unser Liefernetzwerk revolutionieren. Davon hängt eine Menge ab. Sei vorsichtig da draußen. Auftrag zugewiesen. Auftrag zugewiesen. Wird geliefert. Oh hey, schön dich zu sehen. Na,
Naja, die Fracht ist in Top-Zustand. Also, pass auf dich auf. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal.
besuchst. Es ist immer schön, dich zu sehen. Sehen wir uns das Paket mal an. Wow, das ist klasse. Großartige Arbeit. Vielen Dank.
wird geliefert. Ah, du bist es. Wie geht's dir? Wow, es war sicher nicht leicht, das alles zu tragen. Ich habe übrigens was für dich zur Seite gelegt. Vielleicht kannst du damit ja mehr anfangen als ich. Du kannst es jederzeit mitnehmen. Deine Taten spenden mir Hoffnung. Weiter so, Sam. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Eine neue und verbesserte Bolagan. Du kannst Schüsse für eine höhere Reichweite und Drahtstreuung aufladen. Ziemlich cool, hä? Huh? Gute Reise. Thank you.
Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffenanzug wird dekontaminiert. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. Sam Porter, wir haben dich erwartet. Es hieß, du würdest doch bei den Bot-Tests helfen. Aber vorher wollen wir uns mal die Fracht ansehen. Wunderhübsch. Ich habe nichts zu beanstanden. Diese Bots funktionieren außerhalb des Netzwerkversorgungsbereiches nicht. Dann wollen wir das Verteilerzentrum mal anschließen. Im Gegensatz zum menschlichen Boden gibt es keinen Leeresturz, wenn einer ausfällt. Vor dem gestrandeten Tod waren Wissenschaftler besorgt darüber, jemand könne eine KI programmieren, die klüger wäre als jeder Mensch. Aber dazu kam es nie. Maschinen verursachen keine Leerestürze. Sie sterben nicht. Sie haben keine Strände. Wie weit sie sich auch entwickeln mögen, den Tod werden sie nie verstehen wie wir. Und deshalb werden sie uns nie wirklich übertreffen. Begib dich zum Lieferterminal. Ich erkläre dir, wie man die Bots steuert. Und keine Angst, ich behalte von hier aus alles im Auge. Diese autonomen Lieferbots sollen einige Aufträge für dich abwickeln. Nur einfache Allerweltsaufträge. Sieh dir an, was zur Auswahl steht. Auf schlechten Straßen nimmt von Bots transportierte Fracht leicht Schaden. Nutzt dein Bot aber eine gut erhaltene Straße, stellt er die Fracht wahrscheinlich in besserem Zustand zu. Und schneller unterwegs ist er dann auch. Bedenke das, wenn du sie losschickst. Jetzt warten wir darauf, dass der Lieferbot sein Ziel erreicht.
Momentan gibt es nur eine, aber wenn der Test gelingt, gehen wir zur Massenproduktion über. Dann kannst du sie selbst losschicken. Oh, ich habe mich vertan. Wir konnten noch einen Lieferbot für die Feldversuche zusammenzimmern. Über diesen kannst du frei verfügen. Sorry, das Baby jammert wieder. Danke, Sam. Wir sprechen uns später. Gute Arbeit, Sam. Alle werden von diesen autonomen Lieferbots profitieren. Von den Bewohnern der Städte und Wegposten bis zu den Preppern im letzten Winkel. Aber du musst erschöpft sein. Warum machst du nicht mal Pause? Ich wette, dein Bibi könnte auch eine gebrauchen. Geh zum privaten Raum. Los. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast geschlafen, als ich hier ankam. Danke für die Dusche. Na klar. Hör zu, ich muss das fragen. Ich habe Dinge gehört. Über dich. Sie lässt sich mit Terroristen ein? Trau ihr nicht. Sie ist bloß eins von Hicks hirnlosen Opfern. Sie ist eine echte Heldin, diese Frau. Sag, Sam, was bedeutet Amerika für dich? Bei meinem Dad klang es immer, als wären wir etwas Besonderes. Der Leim, der alles zusammenhält. Mehr als eine Nation. Ein Symbol der Freiheit und Hoffnung. Wir können das wieder haben, wenn wir weiter ausliefern und die Menschen verbinden. Das glaubte er. Ich war fertig nach seinem Tod. Da trat Hicks auf den Plan. Gemeinsam können wir Pakete von Küste zu Küste liefern. Damals hatte er westlich von hier ein Monopol. Eine Partnerschaft war für uns beide von Vorteil. Zuerst liefen die Geschäfte auch gut. Doch dann, vor einem Jahr, fingen diese Fanatiker an, Ärger zu machen. Die Schweine haben unser System gekapert. Irgendwie kamen sie an unsere Sicherheitsausweise und damit in die Städte hinein. Und plötzlich lieferten wir Waffen und Bomben statt Medikamente. Und ich ahnte nichts. Wir waren bloß Rädchen in einer Terrormaschine. Hicks steckte hinter all dem. Und zu allem Übel bekam er eine alte Atombombe in die Finger, die ich dann mitten hinein nach Middle North City trug. Willst du sagen, dass... Ja. Ich war es. Ich habe sie hochgejagt. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Ich ließ nichts unversucht, um zu verhindern, dass South North City zerstört wird. Ich wollte die Bombe aus der Stadt schaffen.
Doch Hicks war mir einen Schritt voraus. Er hat mich sehr hart bestraft. Manche Wunden, die verheilen nie. Was mir noch an Zeit bleibt, das hat sich der Regen geholt. So, jetzt weißt du's. Alles ist wahr. Bis auf die ganzen Lügen. Ich schere mich ein Teufel um Bridges oder den Wiederaufbau Amerikas. Aber ich werde Hicks und ein paar Terroristen nicht das Vermächtnis meines Vaters in den Dreck ziehen lassen. Darum bin ich zu dir gekommen. Und? Vertraust du mir? Ich werde für dich da sein, Sam. Du musst mich nur rufen.